Unser Big Picture Platz 14 erzählt die Geschichte von einer echten Heldin und von einem Moment, der ihr Leben für immer verändern wird. Seit ihrem ersten Lebensjahr braucht Lara ein Kunstherz. Und das schlägt in diesem Kasten. Doch unterkriegen lässt sie sich dadurch nicht. Wenn die Kleine durch die Flure der Uniklinik Erlangen flitzt, muss immer jemand dabei sein. Jemand, der die 120 Kilogramm schwere Maschine neben ihr herschiebt, die ihr Herz am Schlagen hält. Trotzdem bleibt die Kleine immer optimistisch und schmiedet eifrig Berufspläne. Und ich wollte Ballerina werden und Malerin und Fotografin. Die Schläuche, die sie mit ihrem Kunstherz verbinden, erlauben ihr nur einen 2-Meter-Radius an Bewegung. Viele Dinge sind für die tapfere Patientin deshalb tabu. Dass ich mal im Lauf spielen kann, wieder mal ins Schwimmbad, unter die Dusche. Das sind lauter so Sachen, die können wir überhaupt nicht machen. Im Schnee mal zu laufen, geht alles nicht. Dennoch, Lara bleibt lebensfroh und hält tapfer durch. Denn sie hofft auf ein neues Herz, genau wie ihre Ärzte und Eltern. Das Schlimme ist halt das Warten, ohne dass man weiß, auf was warten wir oder wie lange muss man warten. Ne? Kinder müssen in der Regel noch länger auf ein passendes Organ warten als Erwachsene. Doch dann, nach 2,5 langen Jahren, klingelt bei Laras Vater das Telefon. Wenn der entscheidende Anruf dann irgendwo kommt, da schießen einem dann schon die Tränen in den Augen und man weiß eigentlich nicht, vor Freude oder vor Angst in dem ersten Moment. Ne? Und dann geht alles ganz schnell. Innerhalb von 16 Stunden wird das Spenderherz in die Uniklinik Erlangen transportiert. In einer 8 Stunden langen OP wird Lara ihr neues Herz eingesetzt. Die Transplantation verläuft gut. Nach 2,5 Jahren schlägt in Laras Körper zum ersten Mal wieder ein gesundes Herz. Nicht nur für ihre Familie ist das ein einzigartiger Moment. Man darf als Arzt glücklich sein. Und Laras Schicksal hat uns in einem ganz tiefen Maße bewegt. Nicht nur mich, sondern ich glaube mein ganzes Team und die verschiedene Teams, muss man ja eigentlich sagen. Wir sind alle sehr, sehr erleichtert. Die OP liegt mittlerweile 6 Jahre zurück. Lara ist heute 12 und führt ein recht normales Teenie-Leben. Ihr Berufswunsch ist noch immer. Und wir haben keinen Zweifel, dass sie das auch schafft.